Wunderkind Audiobooks präsentiert Der dunkelste Fluch von Stefanie Hasse. Gelesen von Katja Schalay. Für alle, die dort draußen für Gleichberechtigung kämpfen, egal ob mit Magie oder ohne. Es war einmal. In der von Menschen verborgenen Hexenwelt, die von Anbeginn der Zeit von Frauen regiert wird, findet seit der Hexenverfolgung im Mittelalter alle 10 Jahre ein mächtiges Ritual in der Walpurgisnacht statt, um die Magie mit dem Okkultatum weiterhin vor den Menschen verborgen zu halten und sich so selbst zu schützen. Denn nur an denjenigen, die Magie sehen können, kann auch Magie angewandt werden. In diesem Jahr stand das Ritual schon im Vorfeld unter einem schlechten Stern. Die Prophezeiung eines frisch berufenen Auguren, Sébastien de Beauvais, einem von nur 3 Auguren und daher einer der 3 mächtigsten Propheten der Welt, sagte voraus, dass sich die Dunkelheit während des Rituals ausbreiten und die auserwählte Adela Mescinia dabei sterben würde. Dank ihres von ihrem magischen Blut bestimmten Gefährten, Tristan Edward, konnten sowohl Adela Mescinia als auch das Ritual gerettet werden. Doch bis dahin war es ein langer Weg. Tristans Vater, Liam Edward, wurde vor Jahren der Dunkelmagie bezichtigt und ohne Prozess hingerichtet. Sein Sohn wuchs verborgen vor den Augen des Hohen Rats der Hexen auf, im Bewusstsein, kein magisches Talent zu besitzen. Er wurde von seinen Stiefgeschwistern Christoph und Noah Brand drangsaliert und verspottet, bis Adela herausgefunden hatte, warum er keine Magie wirken konnte. Da er seine Mutter nie kennengelernt hatte, konnte ihr Name nicht in seiner ureigenen Sigille, die auf dem Namen der Eltern beruht, verwendet werden. Ihre gemeinsame Mitschülerin Alex Foster hat jedoch deren Identität ermittelt. Gemeinsam konnten Tristan und Adela nicht nur das Ritual vollenden und die Hexenwelt weiter vor den Menschen verborgen halten, sondern es stellte sich auch heraus, dass seine beste Freundin, Mara Rothschild, seine Zwillingsschwester ist. Die Dunkelhexen, jene von Gier und Macht getriebenen Bluthexen, die sich um eine in rote Robe gehüllte Frau scharen, haben ihr Ziel nicht erreicht. Adelas Schwester Gloria wurde zur Verräterin und hat das Walpurgis-Ritual sabotiert, um die Welt ins Chaos zu stürzen und den Dunkelhexen zur Macht über die nichtmagischen Menschen zu verhelfen. Der Hohe Rat der Hexen ist seither gemeinsam mit den Weißroben, jenen Magiern, die Dunkelhexen jagen und einsperren, auf der Suche nach der flüchtigen Gloria Mescinia und ihrem Helfer, dem Junghexer Noah Brand, Tristans Stiefbruder. Die Identität ihrer Anführerin, der Roten Frau, bleibt weiterhin verborgen. Nach dem Walpurgis-Ritual ist Chris Brand, Noahs Bruder und Tristans Stiefbruder, nur noch genervt, weil die jüngsten Ereignisse aus seiner Mutter eine Helikopterhexe gemacht haben. Zudem hat er gegen die Auflagen des Hohen Rates verstoßen und in einen Verkehrsunfall eingegriffen. Ja, damit hat er zwar das Leben von Tristans bester Freundin Mara gerettet, doch muss er sich nun vor einem Tribunal verantworten. Nach jenem Unfall wacht Mara im Krankenhaus auf und droht, verrückt zu werden. Sie ist sich nicht nur sicher, dass Chris Brand, der fiese Stiefbruder ihres besten Freundes Tristan, sie mit einem seltsamen Leuchten am Arm beim Unfall mit ihrem Roller gerettet hat, sondern auch, dass sie in ihrem Dämmerschlaf im Krankenhaus...